Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Guck mal, wer schon auf dem Balkon ist. Huhu. Katha und Maggie. Es wurde entdeckt. Nicer Tag eigentlich. Das mit dem nicen Tag war gelogen. Wir haben minus 4 Grad. Schönen Mittwoch euch. Ich weiß nicht, an welchem Tag das hier rauskommt. Deswegen eigentlich hat es gar keinen Sinn gemacht. Schönen Tag, wann immer ihr das auch gerade guckt. Was mache ich denn für einen anderen Ritze? Hallo, willkommen bei der Tuna. Der Junge kocht heute was. Und zwar, wie spricht man die Nudelbälle da aus? Gnocchi. Gnocchi mit was? Eine Käserahmsoße? Es gibt keinen Käserahm, ne? Das ist Unfug. Ne, mit so einer Tomatensoße, mit Feta. Ist gut. Wann kochst du das? Ich denke mal in einer Stunde. Na dann los. Au! Mein Rechner mitnehmen sozusagen, damit wir uns das Weite nochmal gemeinsam anschauen, wie ich was mache. Tja, aber du. Der Mann, dem fehlt ein Bein, da lacht man nicht drüber. Wo ist mein Kaffee? So, die Kinder streiten sich gerade die ganze Zeit wieder hier auf dem Balkon. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Freddy hat die Tür zugebekommen, also alle sind glücklich hier. Wir gehen jetzt gleich einkaufen und dann macht der Tuna uns eine schöne Gnocchi-Pfanne. Ist richtig ausgesprochen? Gnocchi. Gnocchi. Ja, man sagt, schreibt es in die Kommentare. Ist mir scheißegal. Das ist immer ein billiger Call to Action. Das ist ein billiger Call to Action, aber es wirkt. Hoffentlich. Die Frau wird Influencerin, ohne was zu machen. So wie alle anderen Influencerinnen. Ja, aber ich habe Farbe. Ich bin bunt. Ja, und die benutzen auch alle so ein Orange- und Blau-Preset und machen so und sagen, guck mal, ich bin so wertvoll für die Gesellschaft. Oh, du wirst ganz schnell weggecancelt. Das sehe ich schon kommen. Du wirst weggecancelt. So. Die haben alle keinen Inhalt, diese Insta-Girls. Und Männer, so wie ich. Guckt auf meinem Instagram vorbei. Was Katha von den anderen unterscheidet, ist, Katha gibt keine Fax. Ja. Was gebe ich nicht? Keine Fax. Was ist das? Montana Pink hörst du. Montana Pink. Hast du eigentlich schon erwähnt, dass ich diese Jacke anhabe? Der Mann ist ein Weltmeister. Hat zwar nicht gespielt, aber Teil des Teams. Ich war dabei, ich hab was gehalten. Mann! Brauchst du das von Debo oder so? Los geht's. So, wir sind jetzt hier beim Lidl. Hast du Bock? Ich hab richtig Bock. Kennst du diese Videos, wo die Leute drauflegen, drehen lassen und dann stürzen die ganz gefährlich? Ja, kenn ich. Kannst du dir mal eins einblenden. Das ist schön. Aufhören damit, bitte. Okay. Der Magnus, der hat hier die Paprika geschnitten, ohne seinen Finger zu verlieren. Lecker, und jetzt, lecker. Jetzt wird's eng hier. Der hat schon an menschlichen Körpern gesägt. Ich war verheiratet. Wir haben hier ein paar Notchies. Die werden hier so ein bisschen umgerührt. Oh, hier riecht's verbrannt, hier riecht's verbrannt. Ich mach mal ein Fenster auf. So, Paprika, Salz, Pfeffer dran und das beste Gewürz der Welt. Gemüsebrühe. Das soll dir nämlich nicht nach Restaurant, sondern nach zu Hause schmecken. Feta rein und hier so ein bisschen Frühlingszwiebeln, ein bisschen verrühren. Und dann hoffen, dass es schmeckt. Einfach hoffen. Wir müssen hoffen. Boah, ey. Ihr könnt Teller holen. Geht mal hoch, das ist schwer. In diesem, wenn man ein Paket bekommt, dass man die ganze Zeit so beim Tracking sitzt, auch wenn man weiß, das bewegt sich heute nicht mehr. Wann kommt's? Wann kommt's? Was hast du bestellt? Ja, wann kommt's? Insta360-Kollaboration läuft wieder für dieses Jahr. Proletenschwein. Da kommen wir auch noch hin. Der Tuna bekommt auch noch seine Kollaboration. Was meinst du, wann? Mit wem willst du denn eine Kollaboration? ESN, Rhino Shield. Und Ray Shadow Legends, ne? Und ja, World of Top Tanks. Wars oder sowas. Ja. So ein richtig schlechtes Spiel. Was hast du gefragt, ob wir löffeln wollen? Löffeln? Sollen wir löffeln? Ich löffel hier niemanden. Schade. Dein Handy ist umgefallen. Keine Paparazzi hier immer. Paparazzi hier. Kann er mir nicht nehmen. Rummel. Ja, die fehlen.
Du siehst auch aus wie eine Influencerin. Ich sag's dir. Geh mal die Lunge, Thean. Nee, ich muss jetzt richtig telefonieren. Ich glaube, ich mal bitte einmal mit dir, ja? Einmal. Einmal. Eine kurze Review, Skala 1 bis 10 Essen haben wir ja gestern auch gemacht. 7, solide 7. Ich würde auch sagen, ich begründe natürlich auch, ne? Begründest? Ja, ich würde sagen, die Gnocchi, die waren ein bisschen zu bissfest teilweise, die hätten wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht. Ich fand die ganz geil, so bissfest. Deswegen sag ich jetzt einfach mal, ich würde eine 7,2. 7,2 mit Kommazahlen. Du musst die Kamera auch mal abschalten. Oh, ist das kalt. Wir sind Monitore. So, liebe Leute, das war der Vlog heute schon. Was schon? Warte noch bei Gott, vielleicht passiert noch was. Heute passiert nichts mehr. Das ist enttäuschend. Ich hatte mir mehr erwartet. Ich hätte auch mehr erwartet. Naja, das war der Vlog. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Jetzt duck dich nicht weg. Bleib da stehen wie ein Mann. Willst du die Abmoderation machen? Folgt dem Tuner, war schön mit euch. Das nächste Mal kocht Freddy. Es gibt Tacos. Die Taco Tuesday am Donnerstag. Morgen gibt's Tacos vom Freddy. Nicht aus. Die mexikanische Maultasche nennt man es auch. Liked er das, einen Link zu allen Sachen und den Placements unten in der Videobeschreibung als Set von Kanadier. Ich habe noch keine Sachen in der Videobeschreibung. Ja, warum nicht? Direkt Reference rein, schön Amazon-Produkte pushen. Bis zum nächsten Mal, ne? Ich würde mich freuen. Übrigens, Hallo Hauptstadt hat auch einen Kanal, also ja, Maggi. Da kommt heute oder morgen auch ein Video hoch. Morgen, also, ja, morgen kommt's hoch. Guckt euch den Scheiß an, da kommt auch der Tuner drin vor und lasst ein Abo da. Meinst du, die Leute hören das so? Ja. Okay.